Herzlich willkommen im Light Novel Dungeon. Ich bin Stefan und heute habe ich für euch ein Buch, um das ich mich lange drum gedrückt habe, es zu lesen und zu rezensieren. Wirkt es doch durch seinen schieren Umfang einfach erschlagend auf mögliche neue Leser. Nun habe ich endlich mal die Zeit gefunden, mich Ascendance of a Bookworm zu widmen. Erfahrt in dieser Review mehr zu meinem Eindruck zum ersten Band. Eine kleine Vorgeschichte. Ich habe für euch zu diesem Buch mal wieder eine kleine Geschichte, die ich zum Besten geben kann. Wie bei so einigen Büchern führte auch hier mein Weg zu dieser Geschichte über den Anime. Ich hatte schon gehört, dass der Anime seine Freunde gefunden hatte, aber eine lange Zeit hatte ich irgendwie nicht die Zeit gefunden, den Anime anzusehen. Als ich dann mal eine Woche Urlaub hatte, war auch schon die zweite Staffel des Anime angelaufen. Crunchyroll hatte passenderweise auch gleich noch eine englische Vertonung im Angebot. Die habe ich mir zusammengefunden. Meiner Schwester angesehen und zwar gleich beide Staffeln. Wir waren beide begeistert. Bis ich dann das Buch dazu lesen würde, sollte noch etwas Zeit ins Land gehen. Offizielle Beschreibung. Dies ist eine freie Übersetzung der offiziellen englischen Beschreibung von Jane Novel Club. Eine Studentin, die Bücher liebt, seitdem sie ein kleines Mädchen ist, stirbt bei einem Unfall und wird in einer anderen Welt wiedergeboren, über die sie gar nichts weiß. Jetzt ist sie mein, eine kränkliche fünfjährige Tochter eines armen Soldaten. Als wäre das noch nicht genug, wurde sie in einer Welt wiedergeboren, die eine niedrige Alphabetisierungsrate aufweist und Bücher so gut wie nicht existieren. Sie müsste eine enorme Summe an Geld aufbringen, um sich auch nur ein Buch kaufen zu können. Mein entschließt sich also, wenn es keine Bücher gibt, muss ich die wohl selbst machen. Ihr Ziel ist es, Bibliothekarin zu werden. Diese Geschichte beginnt mit ihrer Reise, Bücher zu erstellen, damit sie ein Leben umgeben von Büchern führen kann. Taucht ein in diese Bücherfantasy, geschrieben für Buchliebhaber und Bücherwürmer. Allgemeine Informationen das buch stammt aus der feder der autorin mia kazuki die Innenillustrationen stammen von yoshina dazu kommt noch eine karte der stadt ehrenfest die von yo fujishiro beigesteuert wurde der japanische publisher für dieses buch ist to books die englische übersetzung dieser novel erscheint bei j novel club die übersetzung ins englische stammt von Quoof, ich hoffe, das stimmt jetzt irgendwie. Und als Editorin wurde Amy Zink tätig. Für diese Review habe ich mir gleich zwei Fassungen geschnappt. Einmal die Printversion, welche von Jane Novel Club selbst gedruckt und herausgebracht wurde. Und das Premium E-Book von Jane Novel Club. Werfen wir doch zuerst einmal einen Blick auf den Print. Das Buch kommt als relativ standardmäßiges Softcover daher. Das Finish ist dabei etwas weniger glänzend, als man es von anderen Novels kennt. Aber nicht so matt wie etwa bei Lock Horizon. Ansonsten kommt das Buch mit zwei aufklappbaren Farbseiten daher. Der Print zu diesem Buch hat allerdings ein kleineres oder größeres Problem. Dazu aber später mehr. Beim Premium-E-Book von Genova Club erhaltet ihr dieses Mal auch einen kleinen Bonus. Ihr erhaltet darin im Gegensatz zu den anderen Versionen die Farbillustration in einer sehr hohen Auflösung. Was dazu führt, dass das E-Book stattliche 30 Megabyte groß ist, statt der 18 Megabyte bei den anderen Anbietern. Die großen Illustrationen eignen sich wohl sicher sehr gut als Wallpaper. Ich habe mir für euch in dieser Review die gedruckte Fassung näher angeschaut. Es ist, glaube ich, auch das erste Mal, dass wir uns hier im Dungeon eine Printversion von Gen Novel Club anschauen. Die Charaktere. Wie ich es ja gerne mache, ein Blick auf die Charaktere für euch. Fangen wir doch hier direkt bei unserer Hauptcharakterin an. Mein bzw. Urano Motosu, Tochter von Gunther und Effi und die jüngere Schwester von Tudi. Sie leidet an einer mysteriösen Krankheit, die sie immer wieder mit Fieber ans Bett fesselt. Dies führt dazu, dass sie kaum nach draußen kommt. Die kleinste Anstrengung führt dazu, dass sie tagelang das Bett hüten muss. Uramo no Toso ist bzw. war eine 22-jährige Universitätsstudentin. Sie liebt Bücher so sehr, dass ihr alles andere egal ist. Wenn es um Bücher geht, wird sie erstaunlich motiviert. Ihr Traum ist es, ein Leben umringt von Büchern zu führen und Bibliothekarin zu werden. Der Traum findet jedoch ein jähes Ende, als sie von einem Bücherregal erschlagen wird und sich im Körper der 5-jährigen Main wiederfindet. Tuli, Meins ein Jahr ältere Schwester. Sie kümmert sich wie ihre Eltern um die kränkliche Mein. Ihr ist die Familie sehr wichtig und sie ist verantwortungsbewusst und erwachsener als andere Kinder im gleichen Alter. Gunther, Vater von Main und Tuli und Effis Ehemann. Ein liebender Vater wie er im Buche steht, der seinen Töchtern keinen Wunsch ausschlagen kann. Zumindest was. Er ist sehr streng, wenn es darum geht, Mein mehr Freiheiten zu gewähren, weil er sich um sie sorgt. Er arbeitet als Soldat am Tor der Stadt. Effi, Mutter von Tuli und Mein und Gunthers Ehefrau. Sie selbst arbeitet als Färberin und kümmert sich um die Erziehung der Kinder und den Haushalt. Sie sorgt sich um ihre Kinder, ist aber auch streng mit ihnen. Lutz, er ist genauso alt wie Mein und der jüngste Bruder seiner Familie. Was dazu führt, dass er gerne mal den Kürzeren zieht. Er ist einer von Meins Kindheitsfreunden und hilft ihr immer wieder bei Sachen, für die Mein zu schwach ist. Er ist gutmütig und geduldig. Sein Traum ist es, ein fahrender Händler zu werden, um mehr von der Welt zu sehen. Otto, von Gunthers Kollegen am Tor der Stadt, wo er in der Stadt sesshaft wurde, war er ein fahrender Händler, weswegen er lesen und schreiben kann. Daher wird die ganze administrative Arbeit am Tor auf ihn abgeschoben. Er bringt Main das Lesen, Schreiben und Rechnen in dieser Welt bei. Benno, Besitzer der Gelbörter Company und erfahrener Händler. Er kennt sich daher sehr gut mit den Sitten und Gebräuchen dieser Welt aus. Wie jeder gute Händler kann auch er kein gutes Geschäft abschlagen und ist vom Profit getrieben. Sein guter Geschäftssinn bringt ihn auch dazu, Main bei ihren Ideen zu unterstützen. Meine Meinung zu Ascendance of a Bookworm Part 1 Daughter of a Soldier Volume 1 Wie ihr schon in der Beschreibung des Buches entnehmen könnt, handelt es sich bei diesem Buch mal wieder um einen Titel aus dem derzeit sehr beliebten Isekai-Genre. Allerdings hat dieses Buch ein paar Kniffe parat, die es wirklich von der Masse der immer gleichen Isekai hervorhebt. Eines jedoch vorweg: Das Buch hat mich schnell in seinen Bann gezogen. Lasst mich doch gerne erklären, wieso. Anfangen will ich hier mit dem Worldbuilding. Dieses nimmt zusammen mit den Charakteren einen wichtigen Stellen. Wert in diesem Buch ein. Dabei ist schon ein Blick in die Welt, in der sich Urano als Main wiederfindet, ein Blick wert. Wie es öfter bei Isekai der Fall ist, findet auch diese Geschichte in einem fantastischen Mittelalter statt. Allerdings wird das Mittelalter in diesem Buch eher düsterer porträtiert, als man es von gewöhnlichen Fantasy-Romanen her kennt. Wirklich romantisch ist dieses Mittelalter nicht. Mein lebt zusammen mit ihrer Familie in ärmlichen Verhältnissen. Und da wir uns im Mittelalter befinden, bedeutet dies für Urano, dass einige der für sie in Japan alltäglichen Dinge nicht oder nur in geringem Umfang existieren. Eine Szene zu Beginn des Buches, die dies wunderbar zeigt, dreht sich um die Toilettensituation in ihrem Zuhause. Eine Toilette mit fließendem Wasser gibt es natürlich nicht. Die Notdurft entrichten die Bewohner in einer Art Bettpfanne und der Inhalt wird nach dem Geschäft einfach aus dem Fenster entsorgt. Viel Glück dem, der da gerade auf der Straße unterwegs ist. Auch in anderen Bereichen des Lebens unterscheidet sich die Welt vom modernen Japan, was ein Schock für Urano ist. Die Leute in dieser Welt nehmen es mit der Sauberkeit einfach nicht so genau. So sind die Böden dreckig und die Schuhe werden zu Hause auch nicht ausgezogen. Aufgrund der ärmlichen Verhältnisse hat das normale Volk auch gar nicht die Mittel zu sehr auf das Äußere zu achten. Die Kleidung besteht aus zusammengenähten Fetzen und die Leute waschen sich nur mit klarem Wasser. Moderne Annehmlichkeiten genießen in dieser Welt wohl nur die Adligen. Dies sind nur ein paar der Beispiele, wie stark der Kontrast zu anderen Isekai ist. Andere Dinge, die in eine ähnliche Kerbe schlagen, wären noch der Markt in der Stadt Ehrenfest. Dort wird neben Obst und Gemüse auch Fleisch verkauft. Da allerdings keine Kühlschränke zur Haltbarmachung von Fleisch existieren, muss das Tier am besten frisch auf dem Markt geschlachtet werden. Als mal einmal ihre Mutter auf den Markt begleitet, ist dieses Erlebnis zu viel für sie. Damit sollte denke ich klar sein, dass das Leben in dieser Welt nicht wirklich einfach ist, vor allem wenn man arm ist. Die Autorin macht aber in ihrem Buch einen schönen Job, das auch so darzustellen. Dies ist allerdings auch nicht das einzige, was in Sachen Worldbuilding in diesem Buch gut umgesetzt worden ist. Mir gefällt an diesem Buch sehr gut, dass wir nicht einfach alles von vornherein erfahren, was diese neue Welt angeht. Viel eher entdecken wir die Welt zusammen mit der Protagonistin und vor allem auch durch ihre Augen, weil sie ja auch diejenige ist, die die Geschichte erzählt. So erweitern wir unser Wissen über die Welt Stück für Stück, was einfach viel organischer wirkt, als einfach alles direkt von Anfang an erzählt zu bekommen. Eine andere Facette schließt auch mein selbst als Werkzeug für die Exposition der Welt an den Leser ein. Zur Abwechslung macht es in diesem Buch wirklich Sinn, eine so junge und kränkliche Protagonistin zu haben. Das hatte mich dann doch erstaunt, weil Minderjährige in diesem Medium meist nicht deswegen enthalten sind, weil es unbedingt notwendig ist, sondern eher, um die Sparte Lollikon ein wenig bedienen zu können. So etwa war es auch bei Her Majesty's Swarm. Das Review dazu kommt noch. Dort war die Protagonistin in ihrem vorherigen Leben, genau wie Urano, eine Universitätsstudentin. In der neuen Welt findet sie sich im Körper einer 14-jährigen wieder. warum sich der Autor dafür entschieden hat, wurde mir im Verlauf des Buches nicht klar. Man hätte das, was in diesem Buch passierte, auch mit einem älteren Protagonisten erreichen können. Bleibt also nur die Möglichkeit, dass es darum ging, einfach nur Lollikon einzubauen. Kommen wir mal zurück zum Bookworm. Hier hat es tatsächlich einen Sinn, dass mein gerade einmal 5 Jahre alt ist und eher kränklich ist. Erlaubt mir eine Erklärung. Vielleicht wisst ihr ja auch, dass Kinder meist sehr lebendig und neugierig sind. Und dazu stellen Kinder sehr viele Fragen, um diese Neugierde zu befriedigen und etwas Neues zu lernen. Diese Eigenheit macht sich die Autorin für ein bisschen Worldbuilding zunutze. In der Szene, in der Main zusammen mit ihrer Mutter auf den Markt geht, nutzt Main die Gelegenheit, um viele Fragen zu stellen, die ihre Mutter so gut es geht beantwortet. Dies zieht sich auch so durch das gesamte Buch. Main stellt zu jeder Gelegenheit Fragen, um auch für sich etwas über diese Welt zu lernen. Ein schöner Kniff der Autorin. Mains Krankheit ist gleichzeitig ein Fluch und ein Segen für sie bzw. Urano. Die Krankheit führt dazu, dass Urano nur auf einen sehr begrenzten Erfahrungsschatz zurückgreifen kann und viele Dinge ihren Körper schnell überfordern. Allerdings gibt es hier auch noch eine andere Facette, die ich kurz anreißen möchte. Die Krankheit führte bekanntermaßen dazu, dass Main nur selten am gesellschaftlichen Leben in der Nachbarschaft teilnehmen konnte. Daher entschuldigen die Leute ihre komischen Fragen nach alltäglichen Dingen in etwa so. Woher soll sie das auch wissen? Sie kann doch erst seit kurzem das Haus verlassen. Auch wieder ein schöner Kniff der Autorin, um das Worldbuilding ein bisschen organischer zu gestalten. Das Letzte, was es noch zur Welt und dem Worldbuilding zu sagen gibt, ist, dass es im Aufbau des Buches ein paar Faktoren gibt, die das gute Worldbuilding zusätzlich begünstigen. Zum einen beschäftigt sich die Autorin in diesem Buch mit einem sehr limitierten räumlichen Bereich. Die gesamte Handlung findet im Grunde in und etwas außerhalb von Ehrenfeststadt. Dadurch kann man aber mehr in der Tiefe ausbauen und erzählen. Zum anderen ist da natürlich die schiere Länge dieses Buches, die viel Platz bietet, um Dinge zu erkunden. Auch die ziemlich genauen und umfassenden Beschreibungen der Autorin tragen dazu bei, dass man sich die Szenen leichter vorstellen kann. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich die Welt weiterentwickelt, aber die beste Welt bringt einem nichts, wenn die Charaktere des Buches nichts taugen. Schauen wir also näher auf die Charaktere, die ich euch schon vorgestellt habe und wie sie sich in diese Geschichte und diese Welt einfügen. Werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf Mine. Mir hat Mine wirklich sehr gut gefallen. Ich habe sie und ihre Art in mein Herz geschlossen. Sie beweist eine ganz schöne Leidensfähigkeit und Beharrlichkeit, wenn es darum geht, ihr Ziel zu erreichen. Sie lässt sich von ihren Rückschlägen nicht aufhalten und macht immer weiter, um ihren Traum zu verwirklichen, Bibliothekarin zu werden und immerzu von Büchern umgeben zu sein. Ich als Leser habe mich schnell von ihrem Enthusiasmus anstecken lassen, ich habe ihr die Daumen gedrückt und mit ihr gelitten, wenn etwas nicht klappte. Vielleicht kann ich mich auch nur so ein bisschen in sie reinversetzen, weil ich selbst so ein bisschen ein Bücherwurm bin? Urano nutzt ihre Erinnerungen aus der alten Welt, um ihre jetzige Situation immer weiter zu verbessern und ihrem Ziel Stück für Stück näher zu kommen. Im Gegensatz zum Anime erfahren wir in der Novel auch viel mehr. Mehr, was Uranomotosu und ihr Leben in Japan angeht. Urano war in ihrem vorherigen Leben ein Bücherwurm höchster Eskalationsstufe. Alles, was sich nicht um Bücher drehte, hat sie nicht interessiert. Allerdings wurde sie immer Feuer und Flamme, sobald es irgendwie um Bücher ging. Auch als Main ist diese Persönlichkeit erhalten geblieben. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ob sich dieser Charakterzug irgendwann negativ für Main auswirken wird. Auch die anderen Charaktere, die ich kennenlernen durfte, haben mir auf ihre Art und Weise gut gefallen. Hier ist vor allem Mains Familie hervorzuheben. Es war wirklich herzerwärmend zu sehen, wie rührend sich alle und um die kränkliche Mein kümmern und dies trotz des Fakts, dass Mein sich eigentlich nicht wirklich nützlich machen kann und mehr ein Klotz am Bein für ihre Familie ist. Auch dass Mein überhaupt noch bei ihrer Familie lebt, hat mich dann doch gewundert. Sie ist eine starke Belastung für ihre Familie, daher hätte es mich eigentlich nicht gewundert, dass Mein irgendwie weggegeben worden wäre oder ähnliches. Es war wirklich schön zu sehen, wie alle zusammen das Beste aus dem machen, was sie haben. Über den Nachbarsjungen Lutz erfahren wir in diesem Band nicht allzu viel, aber es wird sehr deutlich, dass er in Zukunft ein wichtiger Begleiter für Mein werden wird. Er hilft meinem Verlauf des Buches bei vielen Sachen, weil sie selbst zu schwach dazu ist. Er wird so ein bisschen ihre Arme und Beine. Ich bin gespannt darauf, wie sich Lutz in den nächsten Bänden entwickeln wird. Ich weiß, ich schreibe schon wieder viel zu viel, aber lasst mich noch ein paar Worte zum Aufbau der Novel, der Übersetzungsqualität und der Qualität des Prints verlieren. Ich hatte euch ja schon erzählt, dass mich die schiere Länge der Novel ein Einfach dazu veranlasst hat, die Novel eine ganze Zeit lang vor mir herzuschieben. Tatsächlich war diese Sorge unbegründet. Dieser Band las sich für mich sehr entspannt und hatte ein sehr langsames Erzähltempo, auch wenn im Laufe der Geschichte ein ganzes Jahr verstreicht. Das war wirklich schön zu sehen. Man konnte beim Lesen einfach gut entspannen. Ansonsten möchte ich positiv herausstellen, dass das Buch viele und dafür aber sehr kurze Kapitel hat. Auf 311 Seiten findet ihr, wenn man das Nachwort und die zwei Bonusgeschichten, die in jeder Fassung enthalten sind, Dazu zählt 29 Kapitel in diesem Buch. Dadurch wird jedes der Kapitel mit ca. 10 Seiten sehr kurz. Dies hat aber den Vorteil, dass wir Main bei sehr vielen verschiedenen Situationen in ihrem neuen Alltag begleiten dürfen. Das ganze Buch wirkt so auch gleich viel weniger erschlagend auf den Leser. Man kann das Buch durch die Aufteilung auch fast immer zur Seite legen und später weiterlesen. Ein gutes Buch, um es in Bus und Bahn zu lesen also. Ich bin immer noch erstaunt davon, wie viel die Autorin in dieses Buch gequetscht hat, ohne dass es einen erschlägt. Auch bei der Übersetzungsqualität liefert Jane Club in persona von quoth und Amy Sink. Eine einen sehr guten Job bei der englischen Fassung ab. Interessant war für mich, dass bei der Übersetzung auch Adjektive gebraucht wurden, die ich selbst nicht kannte. Dies kann man aber wohl eher darauf schieben, dass ich kein Muttersprachler in Englisch bin. Wobei ich mir dabei gerne zusammenreime, dass die Wortwahl teilweise etwas elaborater ausfällt. Weil mein bzw. Urano ein Bücherwurm ist, was für ein besseres Vokabular sorgen kann. Aber das wäre reine Spekulation, dafür müsste ich mir schon das japanische Original ansehen, um hier ein abschließendes Urteil zu bilden. Aber ich muss noch ein bisschen mit der Umsetzung schimpfen. Allerdings nur was den Druck des Buches angeht. Insgesamt macht das Buch auf den ersten Blick einen sehr ordentlichen Eindruck. Es kommt als Softcover daher und ist etwas kleiner als die Veröffentlichungen von Yen Press. Das Cover hat ein mattes, aber glattes Finish das dem Buch eine interessante Haptik gibt. Ich war aber etwas enttäuscht, als ich das Buch aufgeschlagen habe. Für meinen Geschmack hat sich Jane-Novel-Club für den Print der Light-Novel für ein zu dünnes Papier entschieden. Das hat natürlich den Vorteil, dass das Buch trotz seiner 311 Seiten nicht dicker ist als andere Novels. So ist die Bookworm-Novel, die ich in der Hand habe, gerade einmal so dick wie die Novel Sweet Sweat Swoop, die gerade einmal 200 Seiten hat. Es spart also Platz im Schrank. Es hat aber den Nachteil, dass die Buchstaben sich mehr durch die Seiten drücken als bei anderen Novels, was meinen ersten Eindruck etwas trübte. Beim Lesen fiel dies etwas weniger ins Gewicht, als ich gedacht hatte. Man konzentriert sich einfach sehr auf den Inhalt und übersieht das Problem einfach. Ich möchte euch aber noch zeigen, was ich meine. In diesem Beispiel sieht man die Illustration deutlich von der anderen Seite durchdrücken. In unserem zweiten Beispiel kann man die Buchstaben auf der nächsten Seite auch ziemlich deutlich erkennen. Ich hoffe, ihr versteht damit, was ich meine. Fazit. Kommen wir doch zum Abschluss dieser mal wieder viel zu langen Review. Mir hat das Buch wirklich sehr gut gefallen. Das Worldbuilding ist wirklich einsame Spitze und wird von den Charakteren und den guten Beschreibungen im Buch getragen. Meine auf ihrer Reise zur Buchproduktion zu begleiten und dabei auch noch die anderen Charaktere um sie herum und ihre neue Heimat besser kennenzulernen, war schön. Die Charaktere sind klasse umgesetzt und das Buch ergibt einfach ein sehr stimmiges Gesamtbild. Man sieht dem Buch an, dass die Autorin viel Mühe reingesteckt hat, eine schöne Welt als Grundlage für die weitere Erzählung dieser Geschichte zu schaffen. Es wirkt alles sehr strukturiert. Es ist insgesamt einfach wirklich eine Geschichte für richtige Buchwürmer. Auch mit ein paar interessanten Schreibentscheidungen hat sich die Autorin meine Aufmerksamkeit gesichert. Es ist doch eher selten, dass man einen so jungen Charakter hat, der wirklich in diese Story reinpasst und Sinn macht. Die gute Arbeit von J-Novel Club tut ihr Übriges und liest sich sehr gut. Ich will auf jeden Fall wissen, wie es auf meins Reise durch die neue Welt weitergeht und freue mich bald mehr zu lesen, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wann ich dazu komme. Etwas enttäuscht bin ich vom Print. Das Papier ist einfach zu dünn für meinen Geschmack. Ich würde daher eher prinzipiell vom Print abraten. Außer ihr wollt unbedingt eine haben und lieber zum E-Book greifen. Den Print könnt ihr für 14,99 bei den einschlägigen Buchhändlern erwerben. Sollt euch der Print aber so stören wie mich, dann greift lieber zum E-Book, das ihr bei den üblichen Verdächtigen oder Jane Novel Club selbst für etwa 7 Dollar erwerben könnt. Wenn euch dieses Video gefallen haben sollte, lasst einen Daumen nach oben da und drückt auf Abonnieren und haut auf die Glocke, damit ihr kein neues Video mehr verpasst. Schaut auch gerne auf unserer Webseite lightnovel-dungeon.de für weitere Reviews und Artikel rund um die Lightnovel vorbei. Ich würde mich freuen, euch dort zu sehen. Wir sehen uns in der nächsten Review des Lightnovel Dungeons. Bis dahin, tschüss.